Dankeschön. Hätte der vielleicht das Mysterium um das 2-1 nochmal auflösen? Wir haben so ein Video gesehen, wir haben mit Jan Mauersberger gesprochen, Torschütze Jan Mauersberger. Ja, Biro, auch dich dürfte ich dann noch um ein paar Worte zum Spiel. Ja, danke. Erst einmal zum Spiel. Ich denke, erste Halbzeit haben wir sehr strukturiert gespielt, haben auch sehr gut nach vorne gespielt, viele Situationen gehabt, wo wir nach vorne durchgekommen sind, das letzte Drittel, viele Flanken. Ziel ist gleich nach 6 Minuten mit der Riesenchance. Dann noch die eine oder andere gefährliche Situation, viele Standards, wo ich halt nicht so zufrieden war. Hat natürlich auch Popa gut verteidigt, aber sagen wir, mit unserer Wucht müssen wir da einfach viel mehr rausholen. Können wir natürlich auch noch ein bisschen, ja, vielleicht mehr trainieren. Müssen wir einfach schauen, dass wir noch effektiver werden. Weil gerade gegen einen tiefstehenden Gegner sind Standards immer eine Waffe. Ansonsten war ich mit der ersten Halbzeit zufrieden, was natürlich dann für uns katastrophal war, wenn wir das Spiel einfach kontrolliert haben, war dann die Freistoßsituation, wo der Ball eigentlich an der Eckfahne draußen ist und dann im Mittelfeld eigentlich nur ein unnötiges Foul passiert. Und momentan werden halt so kleine Fehler bei uns gnadenlos bestraft. Der Opa-Spieler, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, trifft den Ball natürlich optimal, haben uns ins lange Eck rein, 1-1. Und dann musste natürlich in der Halbzeit erst einmal wieder ein bisschen Aufbauarbeit leisten, weil die Spieler natürlich schon ein bisschen geknickt waren. Und dann haben wir gesagt eigentlich, dass wir genauso weiterspielen wollen, genauso strukturiert weiterspielen wollen. Und da haben wir leider ein bisschen auch da dann die Nerven verloren, haben dann immer so strukturiert gespielt, haben dann zu schnell die Bälle nach vorne gespielt, obwohl wir immer noch ein paar Situationen hatten im 16er, wo das Spiel, wenn die Kitzvater den Ball direkt reinspielt, wo Türken noch zum Abschluss kommt. Die eine andere gefährliche Situation, aber trotzdem habe ich immer das Gefühl gehabt, auch mit den Zuschauern zusammen, dass die Jungs noch dran glauben, dass wir das Tor noch erzielen können. Und was im Fußball mit Willen möglich ist, das war, glaube ich, dann das 2-1 war einfach ein Willenstor. Weil der Sascha geht in den Ball rein, dann kommt noch Mauer, steuert in den Ball rein. Und das ist einfach das, was die Mannschaft auszeichnet, dieser Charakter. Dieser unbedingte Wille, auch Spiele zu gewinnen, die einfach schwer sind. Wenn der Gegner tief steht, dann ist es auch nicht einfach, da Lösungen zu finden. Aber das zeichnet diese Mannschaft aus. Aber dass wir natürlich noch an gewissen Dingen arbeiten müssen, ist ganz, ganz normal. Vor allem in der zweiten Halbzeit, dass wir einfach ein bisschen ruhiger bleiben, die Situation besser ausspielen, wie vielleicht den ersten Ball nach vorne spielen. Aber da haben wir jetzt wieder ein bisschen Zeit und Freitag haben wir das nächste schwere Spiel. Und ich wünsche meinem Onkel auch nochmal alles Gute zum Geburtstag, auch nochmal offiziell zum 60. Zum Glück, dass wir mal gewonnen haben, sonst hätte ich Ärger bekommen, glaube ich. Okay, also ich wünsche auch noch Opa nochmal alles Gute, auch für die restlichen Spiele. Und ja, das war's von meiner Seite. Danke, Biro. Gibt's Fragen an die beiden Trainer? Schaut übersichtlich aus, dann wünsche ich. Noch eine Frage. Der FC Bayern hat heute bekannt gegeben, dass das Derby in der Allianz Arena steigt. Was sagen Sie dazu? Jetzt kurz nach dem Spiel, genau, Herr Wiebocka. Ja, weiß ich nicht, das ist noch so weit weg. Also ich habe mir viele Sachen Gedanken gemacht, aber nicht, wo wir dann irgendwann Ende April stehen. Und ja, ich kann jetzt auch nicht genau sagen, warum das jetzt in der Allianz Arena ist. Ich denke mal, das ist aus Sicherheitsgründen, dass es vielleicht dann besser durchführbar ist, das Spiel. Und ja, könnte durchaus sein, dass wenn beide Mannschaften bis dahin wirklich noch auf Tuchfühlung sind, dass es wieder einen neuen Regionalliga-Rekord gibt von den Zuschauern. Das ist, glaube ich, durchaus vorstellbar. Wusste die Mannschaft eigentlich Bescheid vom Ergebnis aus Schweinfurt? Nein, also wie gesagt, wir haben sie auch nicht informiert, weil es für mich zweitrangig ist. Also warum soll ich ihnen irgendwas sagen? Also wenn wir unsere Spiele nicht gewinnen, dann bringt sie auch nichts, was vielleicht zu Bayern macht. Also wir werden unabhängig davon, auch wenn das immer wieder ein Thema ist, wir werden uns nicht darauf einlassen. Und entscheidend ist, was dann die letzten 4, 5 Spiele passiert. Weil dann kommen wirklich die Spiele, wo es dann entscheiden wird. Und ich glaube, bis dahin wird Bayern nicht mehr viel liegen lassen, weil sie einfach auch das Momentum haben mit dem Lauf. Und ich hoffe, dass wir bis dahin auch wenig Punkte liegen lassen. Die sportlichsten Bilder aus München. Unterstützt von Foto Video Sauter.